Hallihallo. Ja, wer diese Riesen-Champignons bei sich im Supermarkt findet, sollte unbedingt mal ausprobieren. Bella Gomba heißen die oder auch Portobello. Das sind zwei verschiedene Gattungen, aber die gleiche Größe in etwa. Die kann man wunderbar befüllen und ja, mit allem, was man möchte. Man kann sie vegetarisch, vegan, ich mach's mit Hackfleisch, sorry. Was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe vor allen Dingen, das seht ihr jetzt. Hier die Zutaten. 3 Riesen-Champignons, braun, 2 Maiskolben. Für die Fülle brauchen wir gehacktes, und zwar gemischtes Hack, eine Zwiebel, 2 Eier, 2 Knoblauchzehen, eine Chilischote und Kerbel. Zum Drüberreiben Parmesankäse und zum Anbraten etwas Butter. Und wie immer natürlich Salz und Pfeffer. Beginnen werden wir mit der Fülle und dazu habe ich jetzt hier die kleine Zwiebel geschält und klein gewürfelt. Und gleiches auch mit unseren Knoblauchzehen. Gehe ich jetzt nochmal mit dem Messer so durch. Ja. Die Chilischote schneide ich erst in kleine Ringe. Kerne und Kerngehäuse lasse ich drin. Ich mag die Schärfe und auch hier wieder etwas drüber wiegen. Und alles zusammen kommt jetzt ins Hackfleisch. Jetzt werden die 2 Eier getrennt und das Gelbe kommt ebenfalls dazu. Und jetzt kommt unser Kerbel, das ich einfach erstmal runterschneide und auch wieder etwas durchhacke. Nicht allzu viel davon, weil Kerbel hat einen sehr intensiven Geschmack, aber passt hervorragend zu Pilzen. Deswegen bei mir hier heute Kerbel. So, und das kommt ebenfalls in die Schüssel. Und zu guter Letzt kommt Salz und Pfeffer drauf. Und jetzt kann das Ganze schon mal vermengt werden. So, das kommt jetzt erstmal auf die Seite. Jetzt werden die Pilze vorbereitet. Dazu breche ich mir hier den Stiel heraus und der kommt wie immer in meine Gemüsebrühe, in meine nächste. Jetzt habe ich mir hier in meine Edelstahlauflaufform etwas neutrales Öl gegeben und dort kommen jetzt unsere 3 hinein und werden mit unserer Hackmasse gefüllt. Nicht allzu sehr reinpressen, so. Auch keinen allzu großen Berg machen. Vom Rest des Gehackten werde ich mir 2 schöne Buletten machen. Jetzt werde ich hier von meinem Parmesan etwas herüberreiben. Da ist natürlich auch jeder andere Käse möglich, aber Parmesan schmeckt halt sehr intensiv. Jetzt gebe ich hier etwas Wasser hinein. Das muss gar nicht viel sein. Und jetzt kommt es in den Ofen bei 200 Grad Umluft. Jetzt kümmern wir uns um die Maiskolben. Die sind bereits vorgegart. Die werde ich also auch nur in der Bratpfanne zubereiten. Eine Pfanne aufgestellt, etwas Butter hinein. So, und die lassen wir bei mittlerer Hitze schmelzen und geben jetzt unsere Maiskolben hinein. Die habe ich schon mal etwas gesalzen. So, und die werden jetzt schön von allen Seiten
angebraten. Wenn sie dann diese Farbe angenommen haben, dann gehen wir jetzt mit der Hitze runter auf 0 und schieben die Pfanne herunter. Nach 20 Minuten kommen auch unsere Pilze schon aus dem Ofen. Hey, 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 hey. Die sehen ja lecker aus. Hier kommt jetzt nochmal frischer Parmesan drüber. Und es kann angerichtet werden. Wem das Video gefallen hat, gerne einen netten Kommentar. Auch einen Daumen nach oben wäre schön. Und wer noch kein Abo hat, abschließen. Bis zum nächsten Mal.